Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um das Kartenspiel DOS. Absolut richtig, DOS, nicht UNO. Beides hat eine absolute Ähnlichkeit von den Karten her und so weiter. Aber DOS kann man nur mit 2 bis 4 Leuten spielen, ist ab 7 und eine Partie kann total unterschiedlich dauern, denn wer zuerst 200 Punkte hat, gewinnt. Auch hier wollen wir kartenlos werden. Sprich, wer zuerst die Karten losgeworden ist, der beendet die Runde und dann werden wieder die Punkte gezählt. Aber wie immer bekommt ihr hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf und diesmal zum Kartenspiel DOS. Sucht ihr noch andere Regelerklärungen, schaut hier oben in die Infobox. Hier findet ihr noch über 160 andere Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen und dabei ist zum Beispiel auch UNO, UNO Flip, UNO All Wild und so weiter und so fort. Abonniert mich gerne, so verpasst ihr keine neue Regelerklärung mehr und ihr seid immer up to date. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit, auf geht's zur Anleitung. So, kurz zum Inhalt und worum geht's. Wir wollen unsere Karten loswerden und wer das dann macht, beendet die Runde und dann bekommt man Punkte, indem die anderen noch Karten auf der Hand haben und das bekommst du dann notiert. So, was haben wir für Karten? Wir haben 4 unterschiedliche Kartenfarben, noch die DOS-Farb-Joker-Karte und dann gibt es noch von jeder Farbe 2 Zahlen-Joker-Karten. Und von jeder Farbe gibt es 24 Karten. Die 2 gibt es von keiner Farbe, denn die 2 ist ja die Joker-Karte. So, kommen wir aber jetzt zur Spielvorbereitung. Zuerst zieht jeder Spieler eine Karte. Kartenwerte mit Symbol zählen 0 und der höchste Spieler wird Kartengeber. Der Kartengeber mischt die Karten ordentlich und gibt jedem Spieler 7 Karten. Dann nimmt der Kartengeber die obersten 2 Karten vom Kartenstock und platziert die 2 Karten links davon. Sie nennt man auch die Mittelreihe. Rechts vom Kartenstock ist der Ablagestapel. Der Spieler links vom Kartengeber, also von mir, wird Startspieler und beginnt die Runde. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Der Spieler, der an der Reihe ist, muss entweder eine oder mehrere Karten der Mittelreihe bedienen oder eine Karte vom Kartenstock ziehen. Wichtig beim Bedienen ist der Zahlenwert. Das nennt man Zahlenwert bedienen. Es gibt 2 Möglichkeiten, um Handkarten abzulegen, die den Zahlenwert der Karten in der Mittelreihe entsprechen. Nummer 1, einfache Bedienung eines Zahlenwerts. Es wird einfach eine Karte, die den gleichen Zahlenwert hat, abgelegt. Sprich so. Die Farbe spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Möglichkeit 2, die doppelte Bedienung eines Zahlenwertes. Es werden dabei 2 und genau 2 Karten abgelegt, die addiert dem Wert der Mittelreihe übereinstimmen. Also in meinem Fall die 1 und die 5. Ergeben zusammen die 6. Wichtig, die Farbe spielt keine Rolle. Die Kombination der 2 Karten ist komplett egal. Es können auch 2 unterschiedliche Kartenfarben sein. Ganz wichtig, die Karten der Mittelreihe dürfen pro Spielzug nur ein einziges Mal bedient werden. Möglichkeit 2, Zahlenwert und Farbe bedienen. Einfache Bedienung einer Farbe. Entspricht die abgelegte Karte in Wert und Farbe einer Karte der Mittelreihe, erhält der Spieler am Ende seines Zuges einen Bonus. Eine Möglichkeit, die ich machen kann, ich lege die 1 hier drauf. Der Bonus ist, der Spieler, der es geschafft hat, dass die Farbe übereinstimmt und die Zahl, darf am Ende seines Zuges einer seiner Handkarten offen hier ablegen. Und auch hier gibt es so wie gerade auch das doppelte Bedienen einer Farbe. Entsprechen die beiden abgegebenen Karten addiert im Wert und Farbe einer Karte hier in der Mittelreihe, dann erhält der Spieler einen doppelten Bonus. Also in meinem Beispiel 2 Karten, gleiche Farbe und addiert die gleiche Zahl. Jetzt bekomme ich den doppelten Farbbonus. Und was ist der Bonus? Der Spieler darf am Ende seines Zuges, so wie beim normalen Bonus, auch eine Karte von seiner Hand hier in die Mittelreihe legen und zweitens alle anderen Spieler, also dieser und dieser, müssen eine Karte vom Kartenstock ziehen. Kommen wir jetzt zum Kartenziehen. Das ist ja die 2. Möglichkeit, wenn du nicht bedienen möchtest. Kann oder will der Spieler keine Karte bedienen,
von der Mittelreihe, muss er eine Karte ziehen. Kann oder möchte er auch, nachdem er eine Karte gezogen hat, nicht bedienen, darf er eine seiner Handkarten aufgedeckt hier in die Mittelreihe legen. Also so. In der Mittelreihe können auch unendlich viele Karten liegen. Kommen wir jetzt zum Ende eines Spielzugs. Kommen wir wieder zu unserem Beispiel zurück. Es ist ganz wichtig, dass du diesen Schritt beim Beenden deines Spielzuges in der richtigen Reihenfolge ausführst. Nummer 1. Alle abgelegten Karten, auch die bedienten Karten der Mittelreihe, werden auf den Ablagestapel gelegt. Das sind ja die Karten, die ich ablege. Die kommen weg und auch die Karten, die ich bedient habe. Liegen nun weniger als 2 Karten in der Mittelreihe, füllt der nächste Spieler, der an der Reihe ist, die Mittelreihe mit so viel Karten auf, dass dort wieder 2 Karten liegen. Kommen wir jetzt zur Nummer 3. Hat der Spieler bei seinem Spielzug einen Farbbonus erhalten? Ich habe ja 2 Farbbonusse erhalten. Darf er pro Farbbonus eine seiner Handkarten aufgedeckt in die Mittelreihe ablegen? Jetzt muss ich kurz DOS rufen, damit nichts Schlimmes passiert, aber mehr dazu später. So, jetzt ist mein Spielzug beendet und der nächste Spieler ist dran. Er kann jetzt jede Karte in der Mittelreihe bedienen. Und es wird dann jetzt so lange im Uhrzeigersinn gespielt, bis einer keine Handkarten mehr auf der Hand hat. Kommen wir jetzt zu den Aktionskarten. Da haben wir einmal die DOS-Farben-Joker-Karte. Jede Farben-Joker-Karte hat den Wert von 2, einer beliebigen Farbe. Und zu guter Letzt kommen wir dann zum Zahlen-Joker-Karte. Die Joker-Karte steht für einen Wert von 1 bis 10 in der entsprechenden Farbe. Dann kommen wir zur ganz wichtigen DOS-Regel. Hat ein Spieler genau 2 Karten auf der Hand, muss er DOS rufen. Das bedeutet selbstverständlich 2. Vergisst er dies und ruft ein anderer Spieler vor ihm DOS, muss er zur Strafe 2 weitere Karten ziehen. Passiert dies, wenn der Spieler gerade an der Reihe ist, zieht er die Strafkarten erst am Ende des Spielzugs. Und jetzt kommen wir zum Rundenende. Die Runde endet, sobald ein Spieler alle Handkarten abgelegt hat. Dieser Spieler erhält dann die Punkte für die Karten, welche die anderen Spieler nicht abgelegt haben. So wie es bei vielen Spielen ist. Alle Zahlenwerte zählen ihren Wert. Die DOS-Joker-Karte, die zählt 20 Punkte und die Zahlen-Joker-Karte zählt 40 Punkte. Die Wertung der einzelnen Spieler notiert er dann auf dem Papier und das Spiel endet, sobald der allererste Spieler 200 Punkte hat.